Grüß Gott und herzlich willkommen im Alle-Welt-Studio von Missio Österreich. Mein Kollege Christoph Lehrmeier und ich, wir freuen uns, dass wir Ihnen heute die druckfrische Ausgabe unserer Alle-Welt wieder präsentieren dürfen und Ihnen Geschichten zeigen, die Sie so sonst nirgends finden. Oder Christoph? Ja, ich bin 16 Jahre Journalist und da glaubt man, manchmal ertappt man sich, macht man mal Gedanken, dass man annimmt, man hätte eh schon so viel gesehen und wüsste schon so viel. Und dann begann ich zu recherchieren zur Lage der Christinnen und Christen in Pakistan vor einiger Zeit. 3 Millionen gibt es von ihnen und ich war verblüfft, aber zugleich auch geschockt, denn ich stieß auf unschöne Geschichten. Mädchen, die entführt werden, die gezwungen werden, zum Islam zu konvertieren, Frauen, die vergewaltigt werden, Menschen, die in der Todeszelle landen, weil ihnen vorgeworfen wird, sie hätten den Propheten beleidigt. Wir haben auch dann zu diskutieren begonnen in der Redaktion, ob wir Ihnen als Leserinnen und Lesern überhaupt sowas zumuten können, ob das nicht zu viel ist. Also uns hat das tief getroffen, wir waren schon geschockt auch von vielen Geschichten und das ist eine Gratwanderung. Ja, und ich hätte ganz offen gesagt auch Bauchweh gehabt, gäbe es nicht Sie, Catherine Sepner. Ich habe sie in der Geschichte die Löwin von Lahore genannt und ich glaube, das ist absolut zutreffend. Es ist eine unglaublich couragierte, engagierte Frau, die mit ihrem Team dort genau für diese Christinnen und Christen kämpft. Vor Gericht, ihnen hilft und einfach dafür sorgt, dass sie nicht im Stich gelassen werden. Und so ist dann das Porträt einer Frau entstanden, die einen tiefen Respekt einflößt und die absolut couragiert und tapfer ist. Mich hat auch eine andere Frau sehr beeindruckt, die wir in dieser Ausgabe auch drinnen haben, nämlich eine österreichische Wissenschaftlerin, eine weltbekannte Nanophysikerin, die Ile Gebeshuber. Mir hat der Name überhaupt nichts gesagt, aber sie hat mich tief beeindruckt, wie sie über ihren Glauben spricht, wie sie den Glauben verbindet mit der Wissenschaft. Du hast mit ihr gesprochen und ich glaube, das ist ein völlig neuer Blickwinkel Wissenschaft. Weil es immer heißt, das passt ja nicht zusammen. Genau. Und wenn man Wissenschaftler ist, wie kann man denn da gläubig sein? Und dann erzählt sie, wie sie einfach unter einem Mikroskop ihren Beleg, ihren Beweis für Gott findet. Also das, ja. Ist, glaube ich, auch wichtig. Ist, glaube ich, auch wichtig, weil das dann auch andere Horizonte eröffnet. Ja, und dann haben wir noch einen Mann, da habe ich gar keinen Zweifel gehabt an seiner Gläubigkeit, muss ich sagen, nämlich Patriarch Bartholomäus der Erste, der Patriarch von Konstantinopel und das geistige Oberhaupt von 300 Millionen Orthodoxen. Und ich hatte die Ehre, ihn in Istanbul einen Tag lang begleiten zu dürfen. Wir sind mit einem Boot auf die Prinzeninseln rausgefahren, sind vor Istanbul gelagerte Inseln und da befand sich lang die zentrale Ausbildungsstätte für Priester der Orthodoxen und die wurde von der türkischen Regierung geschlossen. Und als wir dann auf diesem Boot waren, begonnen mit seiner Heiligkeit zu sprechen. Ich habe 11 Jahre dort gelebt, 7 Jahre auf Schule und 4 Jahre als Assistent des Rektors. Ja, und ich glaube, man merkt schon, es ist eine Begegnung, die mich tief beeindruckt hat, weil beim Patriarchen handelt es sich wirklich um einen Visionär. Aber lesen Sie selbst. Wenn Sie unser Magazin jetzt abonnieren wollen, wenn Sie Lust bekommen haben, diese Geschichten auch persönlich zu lesen und einzutauchen, diese beeindruckenden Personen kennenzulernen, dann abonnieren Sie unser Magazin ganz einfach über die Website missio.at/allewelt oder Sie schreiben uns ein E-Mail, Sie können uns auch anrufen. Wir freuen uns, ein Abo kostet 15 Euro im Jahr. Wenn Sie sich noch nicht ganz sicher sind, Sie können ein halbes Jahr Probe lesen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Sie. Ja, wir haben schon sehr viele Leserinnen und Leser und wir möchten auch Sie. Also probieren Sie uns aus und bis zum nächsten Mal.